Jeden Tag, in diesem Part wollen wir die Arena machen. Und los geht's. Ich hoffe, wir können ein wenig unser Nebulak in diese Arena trainieren. Wer weiß, vielleicht entwickelt es sich ja zu Alpollo, wenn wir gut sind. Aber ich bezweifle es eher. Naja, egal. Die Trainer hier haben geheime Motive. Gewinnst du, so verraten sie dir vielleicht ein paar Geheimnisse über Tick City. Ja, das möchte ich eigentlich nicht wissen. Geheimnisse sind für mich eher uninteressant. So, Tick City Pokémon Arena. Wer hätte es gedacht? Hältst du unseren Pokémon stand? Natürlich. Deine vier Nebulax, die mache ich doch im Schlaf fertig. Ich demonstriere es dir mal. Oh, 6 Nebulax. Egal. Ich demonstriere mal, dass ich sie im Schlaf besiege. Moment. Also ich penne mal schnell, ne? Salatsoße! Spinnen! Spinnen! Warum setze ich nur so zweimal ein? Okay, vergessen wir es. Das ist eher scheiße, wenn ich jetzt schlafen versuche. Okay, Stecker. Sehr effektiv. Geist gegen Geist. Ich frag mich warum. Zumindest in Müller frage ich mir das, warum Geister gegen Geister sehr effektiv sein sollen. Naja. Fragt ein paar Mystiker, wie zum Beispiel diesen lieben Uri Geller. Der kann es euch beantworten. Okay, es sind noch 4, also ihr seht, wir können uns in dem Block super trainieren. Wenn wir diese Arena auch geschafft haben, bekommen wir eine gute TM für unseren Nebulak. Welches sage ich euch allerdings noch nicht. Aber eins, das kann ich euch schon sagen, es ist eine TM, die haben wir glaube ich schon einmal verwendet für eins unserer Pokémon. Und zwar im Schwarz-Let's Play. Da haben wir die TM unserem Adventi beigebracht. Nur so als Tipp. Nebulak ist kurz vom Level ab. Hier kommt Nebulak Nummer 3 von 6. Den schlecken wir natürlich auch zu Tode. Das hat ja nur Level 16. Ja, sogar ein One-Hit-Kill. Ja, Volltreffer. Na gut. Das wäre noch cool gewesen, wenn ich meinen Nebulak einen Angriffsplus gegeben hätte. Dann wäre wahrscheinlich die Volltrefferquote noch höher geworden. So, hier ist Nebulak Nummer 4 von 6. Sehr einfallslose Pokémon. Also ich frage mich echt, warum die hier wegen nur 3 Pokémon, die es insgesamt gibt in der zweiten Generation, nämlich Nebulak, Golbat und Gengar, warum die da eine Arena machen. Ich meine, in der zweiten, von der ersten und in der zweiten Generation gibt es nur... Ne, Moment, es gibt ja noch Traunfugil. Okay, abgesehen von Traunfugil gibt es nur 3 Pokémon. Geist vom Typ Geist. Ja gut, mit Traumvögel sind es 4 Pokémon. Aber was ich mich frage, warum die kein Traumvögel reingetan haben. Hier in die Arena zumindest. Ich meine, das hätten wir ja doch machen können. Ich meine, hier nur Nebulax, das ist doch voll langweilig. Also wenn ich einer von den Entwicklern gewesen wäre, hätte ich hier ein Traumvögel dem Arena-Leiter zum Beispiel gegeben. Mit der Attacke Abgesang oder irgendeine heftige Kombi, damit das Ganze ein bisschen spannend wird. Aber, ja gut... das letzte Pokémon, was der Arena-Leiter hat, das hat's auch in sich. Aber ich finde, man hätte ihm noch einen Traumvögel geben können. So, hier ist Nebulak Nummer 6. Ich glaube, naja, ich hätte vielleicht zuvor noch zu Nebulak wechseln sollen. Aber wenn ich jetzt wechsle, dann wird Nebulak bestimmt sterben, weil jetzt auch dieses Nebulak Schlecker einsetzen wird. Aber wir werden es nie erfahren, denn ich habe es ja gerade ge-one-hitted. Nebulak erreicht Level, Golbat erreicht Level 25. Laut meiner Prognose müsste es sich jetzt zu Expert entwickeln. Ich bezweifle es allerdings, weil ich ein paar Mal verloren habe in der Arena von Dukater City, wo ich das Ganze versucht habe zu re-uppen, den Save State. Deswegen hat sich unser Golbat nicht wie prognostiziert mit Level 25 entwickelt, sondern es braucht noch ein bisschen, bis es zu Expert wird. Aber irgendwann kriegen wir auch ein Expert. Jetzt haben wir erstmal unser Pokémon oder beziehungsweise unser Nebulak. Deswegen bin ich zurück ins Pokémon Center gegangen, nur um das Nebulak zu heilen. Das liegt ja gleich neben der Arena, daher ist es sehr praktisch. Gut, das war der erste Trainer. Na gut, der hatte 6 Nebulaks, da kann man schon ins Pokémon Center zurückgehen. Hier ist Nummer
2, Trainerin Nummer 2. Verwirren dich, unsere unsichtbare Boden? Besiege mich und ich gebe dir einen Tipp. Nicht nötig, ich weiß schon, wie der Boden aufgebaut ist. Man muss einfach immer zu den Trainern hinlaufen. Falls ihr das selber spielt oder spielen wollt, das Spiel und nicht weiterkommt. Man muss einfach immer zu den Trainern hinlaufen. Gut, hier ist schon die erste Geisterentwicklung von Nebulak, nämlich Alpollo. Ist für uns ja kein unbekanntes Pokémon. Ich meine, wir haben ja schon oft gegen Alpollo gekämpft, insgesamt in meinen Let's Plays. Das ist keine große Unbekanntheit. So. Da Alpollo vom Typ Geist ist, greife ich jetzt mit der Bissattacke an, die sehr effektiv ist, weil Bissattacke ein Unlichttyp ist. Wäre es die erste Generation, wäre Biss jetzt gar nicht effektiv, das hätte gar keine Wirkung, weil Biss in der ersten Generation eine Normalattacke ist. Und Normalattacken zeigen in der ersten Generation gegen Geister-Pokémon keine Wirkung. Bis heute eigentlich auch noch. Aber Biss wurde ja mit dem Einführen des Unlichttyps zu einer Unlichtattacke. Von daher konnten wir Biss jetzt einsetzen. So, jetzt ich setze Nebulak einfach nur ein. Ich werde nicht mit Nebulak kämpfen, weil Nebulak gegen seine Entwicklung ist etwas zu heftig. Ich glaube, jetzt trainiere ich mal ein bisschen meinen Igel, aber. Nebulak braucht übrigens noch 3 Level bis zur Entwicklung zu Alpollo. Zu diesem Pokémon, gegen was wir gerade kämpfen. Entwickeln können wir unser Alpollo dann später leider nicht, weil es hier nicht möglich ist an diesem Emulator. Aber falls ihr irgendwie es wisst, wie man die Pokémon entwickeln kann durch Tausch auf dem Visual Boy Advance, mit dem ich gerade zocke, dann ja, dann könnt ihr mir einen Kommentar schreiben, wäre echt hilfreich. Dann könnten wir uns vielleicht sogar noch einen Gengar herholen. Weil ich habe momentan keine Ahnung, wie man das machen soll. Nein, jetzt bin ich versehentlich durchgefallen. Ach, ist aber nicht so schlimm. Okay, zweimal kann schon passieren. Erst beim... Okay, ich bin doof. Okay, beim vierten Mal zählt man schon als geisteskrank oder so. Geisteskrank, versteht ihr? Ich habe mit Frühling... Moment, Nommel. Ich habe den Frühling mit meinen Pokémon verbracht. Dann den Sommer, den Herbst und den Winter. Dann kam wieder der Frühling. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Und ich weiß, dass dieser Trainer einen Alpollo besitzt. Aber nur ein Alpollo. Moment, kann ich das Level vorhersagen? Ich prognostiziere Level 22. Ha, wer ist hier der Boss? Wer ist hier der Boss im Pokémon? Ich bin der Boss. Ha! So, ich weiß sogar das Level von den Pokémon. Unglaublich. Okay, ich nehme jetzt mal Iglava. Golbat habe ich, glaube ich, genug trainiert. Daher nehme ich jetzt mal Iglava. Iglava können wir auch ein bisschen leveln jetzt. Unser Evoli können wir leider nicht nehmen, weil Evoli mit seinen normalen Attacken gegen die Geister-Pokémon nichts anrichten kann. Aber eben mit Iglava können wir schon was reißen. Vorhin haben wir ja mit Walzer attackiert. Jetzt möchte ich mal ein bisschen Abwechslung reinbringen und greife jetzt mal mit Glut an. Ja gut, er setzt Horrorblick ein. Jetzt können wir unser Iglava leider nicht mehr wechseln. Ich hoffe jetzt, dass er Fluch einsetzt, weil das würde ihn jetzt das selber killen. Und wie ich die CPU kenne, macht er das. Okay, er macht es nicht. Ich dachte, er macht es jetzt. Aber stattdessen setzt er Nachtnebel ein. Aber egal, dann machen wir es halt. Killen wir ihn halt. So. Und Nebulak kriegt weitere Erfahrungspunkte. Yay! Siege und Niederlagen. Ich hatte beides. Mann, die sprechen aber so, keine Ahnung, so theatralisch. Ich werde siegen! Wow, sehr einfallsreicher Spruch. Aber gut. Medium. Ich erinnere mich ein bisschen an die Exorzisten im Pokémon-Turm, in der Pokémon-Gelb-Edition. Bloß waren die damals viel verrückter als diese hier. Zum Beispiel. Gib mir deine Seele oder so. Oder ich brauche Blut! Lauter kranke Psycho-Scheiße haben sie damals im Pokémon-Turm gesagt. Diese hier sind etwas freundlicher, weil sie nicht von Geistern besessen sind. Ja doch, eigentlich schon. Die besessen Geister. Die besessen Geister. Ah, passt nicht. Schnell vergessen, das habe ich jetzt nicht gesagt. Mann, ich nehme schon 9 Minuten auf. Nicht schlecht.
So, Level 23 für Nebulok, juhu. Noch zwei Level, da haben wir einen Alpollo, was sich wahrscheinlich nie zu Gengar entwickeln wird, was für sein restliches Leben ein Alpollo sein wird. Sogar in 1000 Jahren wird es sogar noch ein Alpollo sein, falls es diesen Safe-State bis dahin noch geben wird. Aber es bleibt immer ein Alpollo. Immer. Es wird sich nie zu Gengar entwickeln. Nie wird es sich anfühlen, wie die Kraft eines Gengars so ist. Und ich rede jetzt ja auch fast schon so theatralisch wie die ganzen Trainer in der Arena. Ah, Suicide, auch mal wieder schön. Vielleicht bist du deswegen jetzt ein Geist, weil du ständig Suicide begangen hast, wo du noch gelebt hast. Okay, jetzt ist das letzte Pokémon vor dem Arenaleiter ein Nebulok. Da wäre es jetzt passen, wenn wir jetzt mal Nebulok gegen Nebulok antreten können. Also gut, Nebulok gegen Nebulok. Unseres hat Level 23, seins hat nur Level 20. Das müsste Erfahrungspunkte geben, vermute ich mal. Ich schätze mal, die Hälfte des Balkens geht voll, wenn wir dieses Nebulok schlagen. Aber zunächst begrüßen wir ihn mit einem freundlichen Blowjob. Okay, Nebulok, dann blowe ihn zu Tode. Moment, ich habe heute gelernt, was das unregelmäßige Verben von Blow ist. Blow, bleep, blowen, glaube ich, keine Ahnung. Ah, es ist nicht ganz bis zur Hälfte. Ich habe gedacht, das geht mehr als die Hälfte, aber gut. Ich habe verloren. Natürlich hast du, du spielst hier gegen einen zukünftigen Champion. Narin, Nerin. So, jetzt heilen wir schnell unsere Pokémon und kaufen uns noch ein paar Items. Dieser Arenaleiter hat's in sich. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Wie heißt denn der nochmal? Hab ich vergessen. Verdammt. Früher wusste ich, wie der heißt, weil ich den echt cool fand. Verdammt, wie hieß dieser Arenaleiter? Ich hab's vergessen. Ich komme nicht drauf. Ist nicht so wichtig. Jetzt holen wir uns noch ein paar Tränke und Aufwecker. Sein letztes Pokémon setzt nämlich eine bestimmte Attacke ein, die sehr annoying werden kann gegenüber uns. Ich wusste gar nicht, dass die Stadtmusik auch im Markt noch läuft. Ich dachte, da kommt jetzt eine Marktmusik. Ah nein, damals gab es ja noch gar keine Marktmusik, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Doch, damals kam ja die Pokémon seine Musik im Markt, stimmt ja. Habe ich jetzt Superbälle gekauft. Na super, das war ja immer wieder super gedacht von mir. Ich kaufe da gedankenlos Superbälle. Ist ja mal super. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir verkaufen ein paar Sachen, damit wir das Ganze wieder damit wir das Ganze wieder reinkriegen, die Kohle. Was brauchen wir denn nicht? Ich glaube, diesen Blumenbrief können wir Seelen ruhig verkaufen, genauso wie diesen Parareile. Ich glaube nicht, dass unsere Pokémon so häufig paralysiert werden. Wir haben ja hier genügend Antiparbären. Ja, Bitterbeere. Na, ich behalte sie mal. Bitterbeeren könnten uns noch nützlich sein. Gegengift behalte ich jetzt auch mal. X-Treffer bräuchten wir vielleicht gegen Pokémon, die Sandwirbel gegen uns einsetzen. X-Abwehr, glaube ich, brauchen wir nicht so häufig. Dann X-Angriff. Ich weiß nicht. Benutze ich zwar ab und zu, aber finde ich jetzt nicht so atemberaubend, diesen X-Angriff. So, was haben wir denn da noch? Ja, hier haben wir die Superbälle, die wir gerade gekauft haben. Ich würde sagen, wir kaufen uns mit dem Rest. Verdammt, ich kaufe hier Geld, obwohl ich Geld für Wuin genau brauche. Nein, ich kaufe jetzt mal nichts mehr. Ich brauche Geld für Wuin genau. Mehr kann ich mir noch nicht leisten. Ich brauche Geld für Wuin genau. Verdammt, jetzt habe ich sau viel Geld ausgegeben und habe vergessen, dass ich noch Geld für Wuin genau brauche. Egal, da war ich ja doppelt dumm. Erstmal kaufe ich Superbälle. Und zweitens, ja, gebe ich Geld aus, obwohl ich was für Wuin genau brauchte, wie gesagt. Okay, dann würde ich sagen, wir kämpfen jetzt gegen den Arenaleiter. Wie heißt du denn? Gut, dass du gekommen bist. Hier in Dick City werden Pokémon verehrt. Man sagt, dass legendäre Pokémon nur wahrlich starken Trainern erscheinen werden. Ich glaube da an diese Legende. Daher habe ich mein ganzes Leben lang im Geheimen trainiert. Als Resultat kann ich nun Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Noch ein wenig? Mit ein wenig mehr könnte ich eine Zukunft sehen, in der ich das legendäre regenbogenfarbene Pokémon treffe. Du könntest mir dabei helfen. Na, ich würde sagen, wir schlagen dich erstmal. Helfen können wir dich später noch. Arenaleiter Jens hieß der, genau. Okay, sein erstes Pokémon. Wer hätte es gedacht? Ein Nebulak.
Ja, dann machen wir wieder einen kleinen Nebulok-Fight. Aber ich glaube, sein Nebulok kann die Attacke, die wir später noch als TM bekommen. Daher gehe ich mal auf Nummer sicher und setze Hypnose ein. Und jetzt begrüßen wir ihn mit einem freundlichen Schlecker ins Gesicht. So. Ja, schlaf ruhig, mein kleines Nebulak. Während Nebulak dich zu Tode schlägt. Das hört sich total falsch an, aber gut. Es ist die Wahrheit. So. Und es gibt viele Erfahrungspunkte. Gut, jetzt kommt sein Alpollo. Ich glaube, der hat zwei Stück von denen. Daher, ich glaube, Alpollo ist ein etwas größerer Gegner. Daher wechsle ich Nebulak jetzt aus. Und lasse jetzt mal Golbat dran. Und zwar möchte ich jetzt ein Biss einsetzen. Denn die Bissattacke ist sehr effektiv. So. Ich hoffe, es schreckt zurück. Dann haben wir schon riesiges Glück. Und schreckt es zurück? Nein, leider nicht. Aber gut. Er setzt Nachtnebel ein. Jetzt verlieren wir 21 KP. Weil Nebulok, Nachtnebel zieht immer so viel ab, wie das Pokémon das. So viel Pokémon. Okay, nochmal. Nebulok zieht immer die Anzahl von KP ab, wie das Pokémon Level hat. Also, wenn zum Beispiel Alpollo jetzt hat. Also, Alpollo hat ja jetzt Level 21, das heißt, wir haben jetzt 21 KP verloren. So einfach ist es. Die Attacke ist natürlich übel, wenn das Pokémon Level 100 hat. Da zieht nämlich der Nachtnebel 100 ab. Und hier ist auch so schon sein heftigstes Pokémon. Es ist Gengar. Das Pokémon, was wir in diesem Let's Play leider vielleicht nicht bekommen werden. Außer ihr helft mir, ihr müsst mir helfen, sonst kriegen wir dieses starke Pokémon nicht. Und ich glaube, sein Gengar hat ungefähr die ähnliche Taktik, wie ich mein Alpollo trainieren möchte. Er spielt nämlich auf Hypnose und Traumfresser und so möchte ich später auch meinen Alpollo skillen. Na gut, Horrorblick bringe ich ihm nicht bei. Horrorblick finde ich ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Ist zwar schon gut, um Wander-Pokémon zu fangen, das gebe ich zu, da verwende ich Horrorblick auch häufig. Aber für einen Kampf, nee, für einen Kampf gar nicht. Für einen Kampf benutze ich es gar nicht so richtig. Außer man macht natürlich eine üble Kombi mit Egelsamen oder so, aber allgemein wechseln die CPUs ja ihre Pokémon nicht. Ich glaube, jetzt nehme ich mal wieder Nebulak gegen dieses Alpollo. Und ja, wir haben es schon geschafft. Wir haben sein mächtigstes Pokémon schon erledigt. Ich hatte es schwieriger in Erinnerung. Ich konnte mich damals erinnern, da hat er sehr häufig Hypnose und Traumfress eingesetzt. Das war vielleicht nervig, da musste ich immer einen Aufwecker einsetzen. Und immer wenn ich den Aufwecker eingesetzt habe, dann hat er normal Hypnose eingesetzt und ich kam da gar nicht mehr raus aus dieser Dauerschleife. Bis ich keine Aufwecker mehr hatte und dann hat er immer weiter den Traumfresser eingesetzt und ich war später irgendwann mal, ja, down. Zum Glück ist es hier nicht passiert und wir haben den Arena-Leiter ohne Problem geschlagen. Und vielleicht entwickelt sich unser Golbat. Ich bin noch nicht gut genug. Dieser Orden soll dir gehören. Danke. Phantomorden. Durch den Phantomorden gehorchen dir Pokémon bis zu Level 50. Außerdem können Pokémon die Surfer beherrschen, die auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Ja. Hätte ich das gewusst vor zwei Parts, ich schwör's euch, ich wäre sofort in die Arena gegangen. Bitte nimm auch dies. Ja, das ist die Attacke Spukball. Sie verursacht Schaden und verringert die Spezialverteidigung. Setz ihn ein, wenn er dir gefällt. Genau, das werde ich jetzt. Ich werde Spukball sofort meinem Nebulok beibringen. Und diese Attacke bleibt auch in meinem Attacken-Moveset drin. Weil Spukball, ja, haut richtig rein. Ist eine super Geisterattacke. Kann man echt jedem Geister-Pokémon beibringen. Ich empfehle es, bringt es einem Geist-Pokémon bei, egal welches es ist. Man kann Spukball wirklich jedem Geist-Pokémon beibringen. Es taugt immer. Und genau deswegen bringe ich ihm auch jetzt an Nebulok bei, weil Nebulok kann momentan nicht so starke Attacken. Deswegen lerne ich jetzt einfach mal die Schlecker-Attacke. Ist zwar schon schön mit der Paralyse manchmal bei Schlecker, aber wir haben ja unsere Hypnose und ja, wenn das Gegner Spukball paralysiert ist, können wir es ja nicht mehr einschläfern. Das macht ja unseren Hypnose-Angriff total nutzlos. Deswegen bringe ich ihn jetzt einmal Nebulok bei. So, jetzt haben wir auch schon die Arena geschafft. Ich zeige euch mal schnell die Orden, die wir bereits besitzen. Ja, wir haben die Hälfte aller Orden aus Johto. Wir kommen richtig gut voran. Also wenn es so weitergeht, sind wir in, ja, ich würde sagen, in
welchen Part ist es jetzt? Das ist Part 23, glaube ich, oder 22, weiß ich nicht mehr. Ich würde sagen, wenn wir so weitermachen, dann sind wir im Part 44 spätestens schon in der Pokémon-Liga. Wenn nicht sogar früher. Na gut, aber momentan mache ich ja etwas kürzere Parts. Die vorherigen Parts, die waren ja etwas länger. Vielleicht, ich schätze so Part 50 sind wir dann in der Arena, wenn es so weitergeht. Ich meine in der Liga, nicht in der Arena. In der Arena waren wir ja bereits. Aber ich glaube, dieser Part, der war auch ein bisschen länger als sonst. Oder als ich mir eigentlich vornehmen möchte. Aber gut. Gut, jetzt haben wir Teak City so ziemlich abgeschlossen. Am liebsten würde ich jetzt noch gerne die Stadt erkunden, aber ich glaube, das ist etwas zu langweilig. Das können wir machen, wenn wir mal wieder Lust haben. Ja, ich schaue jetzt mal noch nach, wie viel Geld wir haben. Das habe ich vorhin gar nicht mitbekommen. 4000 Geld, okay. Dann würde ich vorschlagen, wir können ja Surfer einsetzen und mit der Surfattacke können wir ja unser fünftes Team-Pokémon holen, was wir im Einheitstunnel fangen werden am Freitag in der Nacht. Also, bis dahin, jetzt verabschiede ich mich erst einmal und dann sehen wir uns am Freitag in der Nacht wieder. Oder auch am Tag, je nachdem, wie ich Lust habe zum Aufnehmen. Also, dann sage ich Tschüss, bevor ich hier noch stundenlang quatsche. Und sage bis zum nächsten Part. Also, ciao, Leute!